Hallo und herzlich willkommen, sehr geehrte Zuschauer, zum letzten regulären Regionalmagazin hier im Elbe-Kanal am heutigen Montag, dem 21. Dezember. So kurz vor Weihnachten haben wir noch einmal aktuelle Themen aus der Region für Sie so zusammengetragen und hier kommt Sie wie immer die Übersicht. Silvesterlauf. Sportlicher Abschluss für das Jahr 2015. Wette geglückt. 50 Kinder singen vorm Rewe-Markt in der Schillerstraße. Und Gewinnspiel. Wir verlosen 3x2 Freikarten für die Happy Days. Auch in diesem Jahr haben wir für Sie ein umfangreiches Programm zu den Feiertagen vorbereitet. Zum einen gibt es natürlich unsere Weihnachtssendung, dann der große Jahresrückblick 2015 und auch die Silvestersendung verspricht ganz viel Unterhaltung. Mehr dazu jetzt im Überblick. Den Beginn macht unsere Weihnachtssendung. Sie startet am 24. Dezember um 9 Uhr und hat ein buntes Programm aus weihnachtlichen Themen von Gesang, Kindergärten, einem Rätsel mit Kindern, natürlich Plätzchenbacken und vieles, vieles mehr. Die Weihnachtssendung sehen Sie dann noch bis zum 26. Dezember. Bereits am 27. Dezember beginnend um 9 Uhr sehen Sie dann den großen Jahresrückblick auf das Jahr 2015. Hier präsentieren wir Ihnen die Höhepunkte des zurückliegenden Jahres. Wir haben die Bürgerinnen und Bürger, aber auch Geschäftstreibende gefragt, wie sie denn das Jahr 2015 in Erinnerung behalten und sprachen auch mit Oberbürgermeister Bert Knoblauch über das Geschehene. Mit viel Musik und ordentlich Partystimmung geht es dann am 31. Dezember um 18 Uhr los. Hier beginnt sie, die große Silvestersendung 2015. Live aus dem Studio 7 der Elbe Medienproduktion GmbH senden Dave Cutt und Christian Kolbe mit ihren Hits des Jahres 2015, gepaart mit interessanten und unterhaltsamen Beiträgen. Unter anderem präsentiert sich die Band aus dem Salzlandkreis Sonic Jam und auch einzig und artig eine Band aus Sachsen-Anhalt zeigt sich mit ihren Darbietungen in der Silvestersendung. Pünktlich um 12 Uhr gibt es dann natürlich den großen Countdown und am 1. Januar dann noch einmal die Wiederholungen der Silvestersendung mit Neujahrsansprache des Oberbürgermeisters. Beginnend am 2. Januar dann ab 9 Uhr blicken wir noch einmal gemeinsam zurück auf das Jahr 2015 mit unserem großen Jahresrückblick. Diesen können Sie dann noch bis zum 8. Januar im Elbe-Kanal verfolgen. Denn am 8. Januar um 18 Uhr geht es dann wieder los mit einem neuen Regionalmagazin mit aktuellen Themen aus der Region. Also das Sonderprogramm zu den Feiertagen im Elbe-Kanal nicht verpassen. Wir würden uns freuen, Sie zu den einzelnen Sendungen begrüßen zu dürfen. Die Weihnachtsfeiertage stehen an, dann noch einmal ein bisschen arbeiten und dann ist auch schon wieder Silvester. Dort möchte man am liebsten beginnen, den Weihnachtsspeck wieder loszuwerden. Eine gute Möglichkeit ist hierzu der Silvesterlauf. Wie in jedem Jahr findet auch 2015 der große traditionelle Silvesterlauf statt. Treffpunkt für alle Sportbegeisterten ist um 9 Uhr an der Kurparkbühne. Die große 6 Kilometer Runde führt vom Kurpark zum Tannenwäldchen, dem Beraberg und wieder zurück. Start der kleinen 1,2 Kilometer Runde ist ebenfalls der Kurpark. Sie führt dann rund um das Gradierwerk und den Kinderspielplatz. Auch eine Nordic Walking Strecke quer durch den Kurpark wird angeboten. Für die kleinsten Teilnehmer gibt es in diesem Jahr den Bambini-Lauf rund um die Rammelwiese. Der schöne Bäckerssee hofft auch in diesem Jahr auf viele Läufer. Und natürlich soll nicht nur Sport getrieben werden, sondern es soll auch richtig gefeiert werden, sehr geehrte Zuschauer. Happy Days are back again, heißt es hier bei uns im Stadtpark Schönebeck. Die Happy Days sind zurück. Am 25. Dezember erwartet die Besucher im Stadtpark Schönebeck der beste Sound elektronischer Tanzmusik aus den 90ern sowie 2000ern. Los geht das Ganze um 22 Uhr. Wir verlosen dafür 3x2 Freikarten. Machen Sie mit und rufen Sie an unter 03928 40 57 70. Sie haben es gesehen, wir verlosen dazu 3x2 Freikarten. Was Sie tun müssen, einfach anrufen, die 405770 oder eine E-Mail schreiben mit dem Stichwort Happy Days und wir losen dann die Gewinner aus und geben Ihnen definitiv dann bekannt bzw. rufen Sie an. Weiter geht es hier bei uns mit Plätzchenbacken. Auch heute, kurz vor Weihnachten, möchten wir natürlich noch ein bisschen Weihnachtsstimmung hier bei uns in der Sendung verbreiten. Gebacken wurde im E-Center Schönebeck.
Am vergangenen Mittwoch wurde das E-Center Schönebeck wieder zur Weihnachtsbäckerei. Mehr als 20 Kinder konnten gemeinsam mit der Marktleiterin Frau Pomeranz und dem Landtagsabgeordneten Dr. Schellenberger Plätzchen in Form von Ampelmännchen backen. Anschließend durften die Kinder diese dann mit roter oder grüner Farbe bemalen. Als Dankeschön bekam jedes Kind, das teilnahm, noch ein kleines Geschenk überreicht. Auch heute zum letzten Mal im regulären Regionalmagazin die Kurznachrichten. Was sich so in den letzten Tagen noch alles so ereignet hat, gibt es wie immer jetzt zu sehen. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Der Vorsitzende des Feuerwehrfördervereins Prezin, Helgo Meyer, übergab am Donnerstag einen durch den Verein finanzierten Mannschaftstransportwagen MTW der Marke VW TV für die Freiwillige Feuerwehr Prezin. Auch Wehrleiter Vorwerk, Dezernent Joachim Schulke und Oberbürgermeister Bert Knoblauch waren bei der Übergabe des lang ersehnten Fahrzeuges dabei. Das Stadtoberhaupt bedankte sich für diese Leistung des Vereins zugunsten der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger und ihres Hab und Guts. Der letzte Markttag dieses Jahres in Bad Salzelm findet am 22. Dezember statt. Eben dort wird der erste Markttag des kommenden Jahres am 12. Januar durchgeführt. Die Öffnungszeiten des Marktes in der Schöneberger Altstadt werden nach Beendigung der Bauarbeiten rechtzeitig bekannt gegeben. Im Stadtgebiet Schöneberg werden gegenwärtig Baumpflegearbeiten und Baumfällungen durchgeführt. Unter anderem wird am Busbahnhof eine Buche gefällt, die aufgrund von Pilzbefall nicht mehr standsicher ist. Zudem erfolgen an verschiedenen Standorten Baumpflegearbeiten mit dem Ziel, Totholz und gebrochene Äste aus Baumkronen zu entfernen, das erforderliche Lichtraumprofil herzustellen sowie Wildwuchs in Grünanlagen auszulichten. Baumnachpflanzungen werden unter Vorbehalt zur Verfügung stehender Haushaltsmittel im nächsten Frühjahr vorgenommen. Das Sachgebiet Bürgerbüro Meldewesen und Wahlen der Stadt Schönebeck informiert. Am Samstag, den 2. Januar 2016, ist das Bürgerbüro der Stadt Schönebeck in der Friedrichstraße 117 aus technischen Gründen ganztägig geschlossen. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, eine zusätzliche Sprechzeit am Samstag, den 9. Januar 2016, zu nutzen. Das Stadtarchiv Schönebeck-Elbe bleibt zum Jahresende ab dem 21. Dezember 2015 geschlossen. Der erste Öffnungstag für Besucher im neuen Jahr ist Dienstag, der 5. Januar. Wie das Sachgebiet Straßenverkehr mitteilt, ist es zu einer halbzeitigen Sperrung des Verkehrs in der Straße Breite Weg in Schönebeck gekommen. Verkehrssicherungsmaßnahmen werden noch zwischen Zufahrt Parkplatz und Haus Nummer 12 vorgenommen. Grund hierfür ist die Verlegung von Fähr- und Entsorgungsleistungen. Wie das Sachgebiet Straßenverkehr mitteilt, kommt es zu einer halbseitigen Sperrung des Verkehrs in der Tischlerstraße in Schönebeck. Verkehrssicherungsmaßnahmen werden vom 30. November bis 23. Dezember 2015 auf Höhe der Hausnummer 17 vorgenommen. Grund hierfür sind Tiefbauarbeiten an der Telekommunikationsanlage. Es wird um Beachtung und Verständnis gebeten. Ab sofort nimmt die hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte des Salzlandkreises Astrid Müller Vorschläge zur Ehrung verdienstvoller Frauen mit der Auszeichnung Salzlandfrau 2016 entgegen. Noch bis zum 31. Januar 2016 ruft der Landkreis zur Abgabe von Nominierungsvorschlägen auf. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Weitere interessante Themen haben wir natürlich noch für Sie mit im Programm. Unter anderem gibt es das Medium der Woche zu gewinnen. Adele mit 25. Möchten Sie diese CD noch unterm Weihnachtsbaum haben, dann sollten Sie heute beim Gewinnspiel mitmachen. Natürlich noch die Veranstaltungshinweise. Wir blicken auf die Hochzeitsmesse in Magdeburg. Und auch bei Rewe schauen wir vorbei, denn dort gab es die große Weihnachtswette. All das gleich nach der Werbung.
Zur Weihnachtszeit bietet die Firma Kilz ein großes Angebot an Weihnachtsdekoration und vielen weiteren Produkten an. Kilz und Ambiente für Tisch und Küche wünscht Ihnen und Ihrer Familie ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute, Erfolg und Wohlergehen für das neue Jahr. Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und die Treue zu unserem Unternehmen. Besuchen Sie uns am Markt 5. Kilz, Ambiente für Tisch und Küche. Kilz wünscht all seinen Kunden eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in das Jahr 2016. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Greenline bietet Ihnen die zuverlässige Lieferung von Strom und Gas. Profitieren Sie mit Ihrem Wechsel über die gesamte Produktpalette von Greenline. Nehmen Sie unser Angebot wahr und sparen Sie bis zu 3 Cent pro Liter Kraftstoff an unseren Tankstellen. Jetzt wechseln und sparen unter www.greenline.de. Quack, quack, be green. Die Fleischerei Sinnig in Schönebeck überzeugt durch ihr unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Neben unserer frischen Theke finden Sie bei uns auch Tiefkühlkost und abgepackte Fleischwaren in einem breiten Angebotsspektrum. Unsere Angebote der Woche: Gehacktes, das Kilo für 2,99 Euro, Schweinenacken, das Kilo für 2,50 Euro und Schulterbraten, das Kilo ebenfalls für 2,50 Euro. Besuchen Sie uns in der Schönebecker Steinstraße 7-9. Wir wünschen unseren Kunden und Geschäftspartnern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das Jahr 2016. Ihre Fleischerei Sinnig. Bäckerei Schwarz, seit 120 Jahren Ihr Bäcker aus der Region. Jetzt zur Vorweihnachtszeit in all unseren Filialen. Makronen, Dominosteine, Anisplätzchen und natürlich auch in diesem Jahr unsere preisgekrönten und mit der Goldmedaille ausgezeichneten Stollen. Entdecken auch Sie unser weihnachtliches Angebot. Bäckerei Schwarz. Wir backen, Sie genießen. Ihre Bäckerei Schwarz wünscht Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Start in das Jahr 2016. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Ein Virus zerstört Ihre Festplatte oder er überhitzt sehr schnell? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Notwendige Ersatzteile werden nach Absprache bestellt und verbaut. Softwareinstallation, Netzwerkeinrichtungen und Wunsch-PC-Erstellung sind ebenfalls kein Problem. Kompetente und freundliche Beratung, lösungsorientiert und das Ganze zu angemessenen Preisen. Computerservice Bernd Jungnickel in der Republikstraße 40a in Schönebeck. Seit über 20 Jahren ist die Care Service GmbH Ihr kompetenter Partner für ambulante Pflege und betreutes Wohnen. Care Service, Ihr Pflegedienst mit dem Schmetterling. Ihr Care Service Team wünscht Ihnen und Ihren Angehörigen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start in das Jahr 2016. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Wir freuen uns auf Sie. Besuchen Sie uns in Schönebeck in der Karl-Marx-Straße 18. Die Erdgas Mittelsachsen GmbH wünscht Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr. Wir sind auch 2016 für Sie voller Energie. Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf.
Unsere Angebote von Weihnachten 2015 bis Anfang 2016. Kotelett mit Knochen 100 Gramm zu 50 Cent. Kotelett ohne Knochen 100 Gramm zu 55 Cent. Gulasch halb und halb 100 Gramm zu 45 Cent. Kleine ganze Lachsschinken 100 Gramm zu 1,30 €. Harte Bratwurst, verschiedene Sorten, 100 Gramm zu 80 Cent. Frisches Roastbeef 100 Gramm zu 1 €. Und ab dem 17. Dezember Keuerfilet 100 Gramm zu 1 €. Seit 20 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Brötchen, Brote, Kuchen und einzigartige Torten. Bäckerei Ketzer, Tradition seit 1894. Unsere Angebote exklusiv vor Weihnachten. Mini-Cremestreifen zu je 9 € und Mini-Cremetorten, das Stück nur 14 €. Gern nehmen wir ab sofort auch Ihre Weihnachtsbestellungen für diese Produkte entgegen. Besuchen Sie uns, Ihre Bäckerei Ketzer. Ihre Bäckerei Ketzer wünscht Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und ein frohes neues Jahr. Auch im hohen Alter möchten Sie in Ihren eigenen vier Wänden wohnen? Homecare Schönebeck hilft Ihnen dabei mit ambulanten Pflegedienstleistungen von kurzen Hausbesuchen bis hin zu umfassender Betreuung. Unsere Pflegekräfte sind gut ausgebildet, erfahren, zuverlässig und vor allem einfühlsam. Gern beraten wir Sie zu all unseren Leistungen. Zuverlässig, persönlich, daheim. Homecare Schönebeck. Weihnachten steht vor der Tür und wir sorgen dafür, dass Sie dieses Jahr nicht lange am Herd stehen müssen. Deftiger Kasslerbraten mit hausgemachtem Grünkohl, küchenfertiger Entenbraten, frische Weißwurst oder unsere einzigartige Hochzeitssuppe. Genießen Sie die Feiertage mit unseren Weihnachtsangeboten. Fleischerei bringt man, weil es nicht Wurst ist, wo man Wurst isst. Ihre Fleischerei Brinkmann wünscht Ihnen ein frohes Fest und einen guten Start ins neue Jahr. Ihre Greenline-Tankstelle in der Magdeburger Straße. Ob tanken oder Wagenpflege, bei uns sind Sie genau richtig. Profitieren Sie von tollen Rabatten unserer Kundenkarte und gönnen Sie Ihrem Wagen eine gründliche Reinigung. Freundliches Personal, ein vielseitiges Angebot und ein Geldautomat der Salzland-Sparkasse, an dem Sie Bargeld abheben können, gehören zu unserem Service. Quack, quack. Be green. Die Stadtwerke Schönebeck bringen, was Sie brauchen: Strom, Gas, Wasser, Wärme für Haushalte und Gewerbe in Schönebeck und der Region. Immer in Ihrer Nähe versorgen wir Sie aus einer Hand. Kompetent und kundenfreundlich. An 365 Tagen im Jahr. Rund um die Uhr gewährleisten wir Ihre Versorgungssicherheit. Innovativ, transparent und zuverlässig. Trinkwasser. Ein streng kontrollierter und wohlschmeckender Durstlöscher in herausragender Qualität. Wohlfühlen garantiert mit unserer komfortablen Wärmeversorgung aus dem Blockheizkraftwerk und dezentralen Anlagen vor Ort. Wir haben die Energie, die Sie täglich brauchen. Ihre Stadtwerke bieten das komplette Rundum-Sorglos-Paket. Persönliche Kunden- und Energieberatung mit dem Service für Messgeräte, Betriebskostenabrechnung und Rauchmelder sind wir Ihr idealer Partner. Unsere Energie für Sie. Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und eine besonders schöne Zeit im Kreise der Familie. Wir danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und die Treue zu unserem Unternehmen. Wir freuen uns auf ein spannendes Energiejahr 2016 mit vielen neuen Projekten. Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. Ihre Stadtwerke Schönebeck GmbH. Wir machen Werbung über Ihrem Kanal, damit alle Zuschauer wissen, wie gut und günstig sehr gute Qualität sein kann. Ihrem Kanal, das ist mein Sender. Willkommen zurück aus der Werbung. Schön, dass Sie weiterhin mit dabei sind zum letzten regulären Regionalmagazin im Jahre 2015. Wir haben Montag, den 21. Dezember und haben folgende weitere Themen für Sie im Programm.
Natürlich zum einen die Weihnachtswette von Rewe. Denn 150 Kinder waren aufgerufen bzw. gesucht, um ein Lied zu singen. Wenn es geklappt hat, dann gab es eine große Spende. Hier unser Beitrag, ob es denn geklappt hat. Die Rewe-Weihnachtswette zählt schon zu einer kleinen Tradition im Markt in der Schillerstraße. Diese Aktion ist ein sozialer Aspekt, um anderen Menschen in der Weihnachtszeit eine kleine Freude zu bereiten. In diesem Jahr wurde die Paten-Kindertagesstätte Kinderoase ausgewählt. 50 Kinder standen vorm Rewe-Markt und begeisterten alle Anwesenden mit Weihnachtsliedern. Im Anschluss durften die Kinder sich über Spielzeug im Wert von 500 Euro freuen. Mit einem breiten Lachen ging es dann wieder zurück in die Kita. Auch für die Besucher des Rewe-Marktes hatten sich die Weihnachtsfrauen noch etwas überlegt. Es gab leckeren Kaffee, Glühwein und Bockwurst. Bevor wir hier zur großen Verlosung unserer Medium der Frau-Aktion Adele mit 25 kommen, blicken wir auf die Hochzeitsmesse in Magdeburg. Eleganz ist der Name und das Ganze ist auch Programm. Wir geben uns sehr viel Mühe, die Eleganz zu einer etwas anderen Hochzeitsmesse und einer anderen Veranstaltung zu machen. Die Eleganz steht für extravagante Umsetzung der Brautmodenschau, für ein tolles Marketing, was dazu führt, dass heute weit über 2000 Besucher wir als Gäste zählen können. Hier, weil wir halt im Mai heiraten möchten und wollten uns jetzt, wir haben schon sehr viel organisiert, wollen jetzt auch noch mal gucken, was eventuell noch machbar ist sozusagen, ja, was noch fehlt, noch ein paar Ideen holen. Wir waren doch überrascht, wie viele Stände es gibt und eigentlich alle sehr super freundlich und sind auf unsere Wünsche so ein bisschen eingegangen, konnten schon, was Preise angeht, so ein paar Ausblicke geben. 2500 Quadratmeter gebündelte Kompetenz von Anbietern aus der Region Magdeburg, aber Gesamtsachsen-Anhalt, Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen vertreten. Immer viel zu tun, man hat den ganzen Tag Gespräche. Wir haben regen Publikumsverkehr, ja. Das ist wirklich wunderbar, auch wirklich interessierte Leute, die auch mit konkreten Fragen kommen, was uns sehr freut und wir hoffen, dass wir alle Brautpaare glücklich machen, die heute an unserem Stand waren.
Also ich würde sagen, jeder, der heiraten möchte, sollte einmal auf diese Hochzeitsmesse gehen, sich Eindrücke sammeln und selbst entscheiden. Ja. Empfehlenswert. Wenn man es macht, soll man es auch schön machen. Und das, wie es geht, erfährt man hier auf der Hochzeitsmesse. An der Stelle möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken bei allen Ausstellern, die fantastisch mitgearbeitet haben und bei allen Besuchern, die grandios applaudiert haben und den Messetag zu dem Erlebnis gemacht haben, so wie er ist. Vielen Dank und wir sehen uns auf der Eleganz 2016. Seien auch Sie dabei am 10. Januar 2016 in der Zeit von 10 bis 19 Uhr im Maritimhotel Magdeburg. Ebenfalls heute zum letzten Mal im Jahre 2015 möchten wir auf das Wetter der kommenden Tage blicken. Heiligabend soll es sogar recht sonnig werden, hier und da nur ein paar einzelne Wolken, die Temperaturen zwischen 10 und 12 Grad, vielleicht kann man sich ja zum Nachmittag auf... Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Hello, it's me. Hello. 28 Sekunden eines noch unveröffentlichten Songs einer unverkennbaren Sängerin konnte man am 18. Oktober in einem TV-Spot in der BBC hören. Und ihren Fans war sofort klar, das kann nur Adele sein. Das ist die neue Single. Muss man Adele noch vorstellen? Mit ihrem zweiten Album 21 stellte sie gleich reihenweise pophistorische Rekorde auf. Es war das meistverkaufte Album 2011 und 2012, wurde mit Grammys, Brit Awards, Echos und mehrfach Platin ausgezeichnet. In mehr als 25 Ländern stand Adele auf Platz 1 der Musikcharts und verkaufte soweit mehr als 30 Millionen Einheiten. Wichtiger als diese Zahlen aber ist die Musik, mit der Adele die Hörer zwischen 7 und 77 überzeugt. Sämtliche Single-Auskopplungen fanden sich auf den vordersten Plätzen im Airplay wieder und berühren ihre Hörer jedes Mal aufs Neue. Lieder wie I Miss You, Love in the Dark und When We Were Young werden das Album sicher genauso erfolgreich machen wie den Vorgänger. Gefühlvoll, einzigartig, Adele. So I can leave. I'm far. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Und nun haben Sie die Möglichkeit, Adele mit 25 zu gewinnen. Alles, was Sie tun müssen, ist wie immer eine Frage richtig beantworten. Heute möchte ich von Ihnen wissen, welches sportliche Ereignis zum Ende des Jahres findet denn im Kurpark von Bad Salzelmen statt? Ich bin mir sicher, Sie wissen die Antwort. Wenn nicht, dann einfach nochmal die Sendung schauen. Vielleicht gibt es ja dann die Lösung. Sie haben die Lösung bereits? Dann ran ans Telefon, die 405770 gewählt oder eine E-Mail an info@elbemedien.de geschickt. Ganz wichtig, die Verlosungsaktion dauert diesmal nur bis Mittwoch, denn bereits am Mittwoch losen wir die Gewinner aus und geben sie dann per Internet bekannt oder wir rufen sie an, sodass dann Adele mit 25 pünktlich unterm Weihnachtsbaum liegt. Weiter geht es natürlich mit den Veranstaltungshinweisen. Das Jahr ist noch nicht ganz zu Ende. Viele Veranstaltungen warten auch auf Ihren Besuch. Hier unsere Vorschläge. Allen Freunden des Ostrocks, die entweder gerne in Erinnerung schwelgen oder diesen Teil deutscher Musikgeschichte einmal kennenlernen möchten, bietet sich am 14. Januar 2016 um 19 Uhr eine gute Gelegenheit. Denn an jenem Donnerstag ist im Dr. Tolberg-Saal im Solepark Schönebeck das Duo Capriccio zu Gast und präsentiert ihr Programm Wer die Rose ehrt. Ein Konzert mit den besten Ostrock-Klassikern von Renft über Karat bis hin zu Silly und Nina Hagen. K
Karten für das Ostrock-Konzert sind ab sofort in den beiden Stadtinformationen der Stadt Schönebeck sowie telefonisch unter 03928 70 55 55 und an der Tageskasse erhältlich. Mit ihrem preisgekrönten Country Sound ist Linda Feller am 20. Februar 2016 um 19 Uhr im Solepark Schönebeck zu Gast und möchte das Publikum mit gefühlvollen Balladen begeistern. Tanzbarer Pop und gefühlvolle Ballade, Steelgitarre, Klavier und schnelle Drums. Kurz gesagt, Musik für Erwachsene. Karten hierfür sind ab sofort in den beiden Schönebecker Stadtinformationen sowie telefonisch unter 03928 70 55 55 und an der Tageskasse erhältlich. Am 24. Februar 2016 ist der Volksschauspieler Herbert Köfer zusammen mit dem Ensemble der Komödiantenbühne im Schönebecker Dr. Tollberg-Saal zu Gast. Aufgeführt wird das Theaterstück Rentner haben niemals Zeit in Anlehnung an die gleichnamige beliebte DDR-Fernsehserie. Los geht die Veranstaltung um 19 Uhr. Karten sind ab sofort in den Stadtinformationen der Stadt Schönebeck sowie telefonisch unter 03928 70 55 55 erhältlich. Ebenfalls heute zum letzten Mal im Jahre 2015 möchten wir auf das Wetter der kommenden Tage blicken. Heiligabend soll es sogar recht sonnig werden, hier und da nur ein paar einzelne Wolken, die Temperaturen zwischen 10 und 12 Grad. Vielleicht kann man sich ja zum Nachmittag auf ein Alster an der Bar verabreden. Dies nur ein kleiner Spaß am Rande, aber hier kommt sie natürlich, die Wettervorschau. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Weihnachten steht vor der Tür und die Temperaturen bleiben angenehm. Am Dienstag bleibt der Himmel den ganzen Tag über nur leicht bewölkt. Ab den Mittagsstunden kommt dann starker Wind auf, der bis in die Nacht bestehen bleibt. Die Tageshöchsttemperatur liegt hier bei 13 Grad und am Abend wären es 11 Grad. Mittwoch bleibt es ebenfalls nur leicht bewölkt. Hier herrscht ein Regenrisiko von geringen 30% und die Tageshöchsttemperatur beträgt 12 Grad. Am Abend sinken die Temperaturen auf 7 Grad ab. Heiligabend am 24. Dezember ist weiterhin mit keinem Schnee zu rechnen. Der Himmel bleibt leicht bewölkt und es kommt zu keinem starken Wind oder zu Regen. Ein sehr ruhiger Tag. Die Tageshöchsttemperatur beträgt hier 10 Grad und am Abend werden es dann 9 Grad. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Sehr geehrte Zuschauer, das war das letzte Regionalmagazin im Jahre 2015. Neue Nachrichten aus der Region gibt es dann am 8. Januar, wie gewohnt um 18 Uhr hier im Elbe-Kanal. Nochmal darf ich Sie einladen zu unserer Weihnachtssendung, zum großen Jahresrückblick und zur Silvestersendung. Wann diese Sendungen kommen, finden Sie auch bei uns im Internet unter elbekanal.de oder auf Facebook. Das war's aber für die heutige Sendung. Ihnen einen wunderschönen Abend. Frohe Weihnachten. Machen Sie es gut. Ihr Christian Kolber.